So, da sind wir auch wieder. Wieder gleich wie gerade eben. Mahlzeit. Werde diesmal mit dem Hetzer rein starten, weil ich muss ja noch zwei mit dem Panzer killen. Das muss ich jetzt mal erledigen. Dann lass uns nach B fahren. Joa. Buddy joined your channel. Hallo, da bin ich wieder. Hallo, willkommen auf YouTube. Baby. Ah, hallo. Da ist der Bad Sherlock, der bei uns auch bei Folge 76 dabei sein wird. Ja, hallo Aber nicht bei allesamt. Warfighter. Ich freue mich dafür auf Fallout umso mehr. Ja. Ja, wir hatten uns überlegt, dadurch, dass ja Destiny 2 jetzt vor kurzem verschenkt wurde, ob wir das auch machen, aber dadurch, dass man da wieder zum Kauf gezwungen wird, um überhaupt weiterzukommen, haben wir gesagt, nee, das unterstützen wir nicht. Weil ich finde das Spiel nicht schlecht, aber wie gesagt, dass du gezwungen wirst, ein DLC zu kaufen, um im Level weiterzukommen, das ist einfach nicht Ja, vor scheiße. allem, schau mal, es gibt eine kostenlose Variante, die ist ähnlich. Das nennt sich Warframe. Ja. Da wirst du nicht gezwungen, du kannst es auch alles erspielen, auch mit Zeug. Haben Sie den Also, Kühe ja. bearbeitet, sag mal? Ja. Der Bitte? Berg hier sind mehr Bäume. Guck mal, vom wo man hochfährt, da stehen jetzt 4, 5, 5, 6 Bäume. Das war früher nicht so. Cool, gefällt mir. Oh, Oh fuck. Gott. Was? Nein! Och, da kommt ein Schuss noch von links. Ach, verdammt. Ich dachte, ich komme schnell genug rein und nicht da außerdem der Panzer 4 hat sich doch gerade mit irgendjemand geprügelt. Also B ist eigentlich frei, der Schirme da drin ist tot. Ja, ich habe nur ein Problem. Ich werde wahrscheinlich nicht dahin kommen wegen dem Achso. M4A2. Komm noch mal, Enkel habe ich einen Bäumen. Aber gefällt mir richtig gut, wie das jetzt Bäume stehen. Das sieht deutlich besser aus, die Gegner. Krieg ich den ins Visier? Ja, minimal, aber nur. Na scheiße. Krieg ich nicht gut rein von uns. Hast du eigentlich gerade gesehen, wie der eine Spieler heißt? Nee. SpongeBob Piet Kopf. Irgendwie fand ich finde ich lustig. Hier vielleicht ist sogar. Ach da! Da krieg ich ja Treffer in meinen. Ja, vielleicht kriege ich ihn auch, obwohl ich es glaube es fast nicht. Der wird mir bestimmt gerade weit genommen. Nein, ich habe ihn bekommen. Tja, zweiter Kill ist erledigt. Ich Ja, sicher, habe der ist. B25 abgefangen. Nee, wird nichts. Oh Gott, ich muss schon wieder über eine Minute nachladen. Ich hab vergessen, dass der Hetzer ja sicher, dass der sein Richtschwindel nicht so geil ist. Hätte der Panzer finde ich gerade beschäftigt gewesen, hätte der von mir auf mich geschossen. Ich habe einen T-34. Ich bin jetzt hoch wieder bei B. Mal sehen, wie lang. Oh, das ist ein Sturmgeschütz da hinten. Zählt er auf mich? Das sehe ich. Gerade nicht so weh, das ist nicht fein. Ach scheiße, er zieht auf mich. Das war blöd, das hätte ich nicht machen sollen. Starten jetzt mal. F, wo wurde ich denn jetzt geschossen? Ich versuche jetzt mal C zu holen. Was? Mein Fahr... Alter, mein Fahrrad. Ja. Ah, die Konnte ich Schuhe hat nicht mich auch verraten. rausgenommen. Ja, Traurig. vor allem, ich frage mich, warum mein Geschütz nicht weiter runtergegangen ist. Normalerweise kriegt es die Entfernung hin, aber da ging ja gar nichts gerade. Das habe ich aber auch schon öfter gehabt, dass auf einmal irgendwie Erhöhung bieten zu will.
Egal, zwei Kills mit dem KV1, mit dem KV2, geht schon. Ich fahre jetzt hier mal runter. Oh. Wir fahren wieder in den gleichen Panzer. Ha! In der Tondrehung war mal das Spiel. Du hättest auf mich schießen sollen, wo ich den Berg runterrutschen bin, das ist nicht erledigt. Obwohl das natürlich ein reiner Glücksschuss war, das muss man so sagen. Aber muss man auch machen. Oh Gott, da kommt ein Jumbo, jetzt haben wir ein Problem. Obwohl, wir sind da in den 5ern in der KV und nicht in den normalen. Wir pennern wir nochmal 136, das sollte reichen. Ja, mein Geschütz ist schon wieder defekt. Eigentlich auch noch was vom Kuchen, aber nicht. Jetzt, oh nein, jetzt mischt sich der Jumbo ein, das ist dein Ernst? Jetzt stelle ich aber da, schon wieder Geschütz am Arsch. Jetzt mischt sich einer von hinten und einer von vorne ein, das finde ich nicht gut. Oh, das war doch eine Scheiße. Er hat die 34 gestreckt. Das ist sehr gut. Ich war es aber nicht. Da ist mir egal, Hauptsache der ist weg, weil der... Oh, da hinter uns kommt was! Ja, ein AL-44. Okay, muss ich reagieren. Ich muss jetzt den Jumbo rausnehmen, den Preis. Ach, der hat mir ganz zerstört, ernsthaft? Ja, jetzt kam er mir nicht richtig durch, also hat er mich natürlich kampfunfähig gemacht. Ich bring mich mal zum AL. Mach das. Ich fahre gleich weiter und versuche den... Unbeschädigt, was? Der Jumbo war... AL ist weg. Jumbo leider nicht, der ist nur kampfunfähig. Ah, nein, jetzt hat's mich erlegt. Bei der 76B von oben kam. Ach, hättest du mich nicht noch den Jumbo rausnehmen lassen können? Ach, verdammt. Aber ja, war doch geil bis dahin. Komm, bei Kampf mit A2 nicht durch, was? Ja, das habe ich auch manchmal. Mein Panzer steht sogar da noch, der brennt nicht mal. Ah, ich bin auch tot, ich Idiot. Ach schade, fast hast du den Jumbo gehabt, ey. Ach man. Versuche ich mal dir zuzugucken. Hattest du schon den letzten Panzer? Oder? Ja, ich hab doch quasi die Hetzer verheizt. Ach so, Alter, krass, du hast 7 Abschüsse gemacht? Ja, ich habe in KV1 gerade 4 Abschüsse gemacht. Deswegen, das war richtig geil da unten. Wäre der Scheiß 76 wenig gekommen, dann würde es auch noch weitergehen. Aber naja, mein Gott. Ach, wenn du nach links rückst. Na guck mal, der T34 ist gekillt, aber ist neben dir. Und guck mal hinter dir am Berg, da ist mein Panzer noch vollständig intakt. Da muss, ja, ich hab ihn, da muss nur eine neue Crew rein, dann kann er weiterfahren. Na, ah, pass auf, da ist der 76W irgendwo da oben. Ja, ich weiß. Ah, der Sherman Firefly ist rechts von dir, könnt ihr vielleicht helfen bei dem. Aber hinter dir ist gar nichts mehr. Der eine T-34 kommt jetzt aus dem Berg runter, bis der bei dir dauert ist. Erst der AHL. Aber... Ja, warte, ich guck mal kurz zum Sherman, ob der dir vielleicht hilft. Sherman Firefly. Ja, er kommt jetzt gerade vor dir rechts den Weg runter und schießt jetzt auf den T-34, aber nimmt die nicht raus, beschädigt ihn nur. Oh Gott, da kommt der 76 wieder. Oh Gott. Komm, nimm ihn raus. Also die stürzen sich jetzt gerade anscheinend alle auf den Sherman Firefly ist kampfunfähig, der kann nichts mehr machen. Der wurde, glaube ich, von der Flak gerade ordentlich getroffen. Ja, der wird von der Flak ordentlich bombardiert.
Ja, der L hat mich jetzt rausgenommen. Ach, schade. Aber ich habe noch den T34 und den 75 WWEG rausgenommen. 7 Abschüsse weit. 61.000, ja. Und meine Belohnung, ich wollte nur die Belohnung haben, die habe ich jetzt. Weiter geht's. Ja, das Ich ist habe gerade voll wunderbar. Bock. Tja, und du wolltest Ja, nie gut. fahren, weißt du? Ja. Ja, die 6-7er Briten kann ich auch fahren. Warte mal kurz. Ey, du meinst Amis. Ja, 6-7er Amis Ja, kann ich jetzt Briten auch und fahren. Amis ist was anderes. Ja, 6-7er Amis kann ich jetzt auch fahren. Weil wenn du die 6-7er Briten fahren könntest, das würde mich schon sehr wundern. Alter, ja, nee, da habe ich nicht weitergemacht. Die haben mich angekotzt. Ja, die sind doch echt. Was Aber ich ich. muss sagen, der Limoncello, der lohnt sich echt. Der lohnt sich wirklich. Da und dir würde ein neues Mikro gut tun. Ja, ich weiß. Kannst mir eins zu Weihnachten schenken. Kannst du dir selbst zu Weihnachten schenken, finde ich gut. Nein, kannst du mir schenken? Nee. Ja, ich bin jetzt bei 1400 im Minus. Kannst dir auch gern erklären, warum, wenn du magst. Ja, meine Tochter hatte einen Unfall und ich muss jetzt die Krankenhauskosten zahlen. Ja. Und dazu muss man sagen, die Frechheit ist, obwohl es sogar einen Unfallverursacher gab, muss er zahlen. Das ist die Frechheit daran. Ja. Aber das Thema weiten wir jetzt nicht weiter Nö, aus. nö, nö. Ach, schön, einen Kettpunkt, wir können dann mit dem Körper 2 Und starten. sind Lot hier. Maus 3000 heißt der, okay, ein Deutscher eindeutig. Vermutlich, zumindest sehr wahrscheinlich. Ich finde es aber teil, also auf manchen Maps finde ich das ein bisschen blöd, aber ich finde eigentlich einen Camp-Punkt teilweise gar nicht so schlecht. Wo will denn der Tiger da mit seiner Kanone hinschießen? Der richtet das so weit nach oben wie es geht, da werden anscheinend die Wolken abknallen. Also Ja, ich bin ich Tiger, mach da halt nicht mal. Wolke. Ach ja, gestern hat irgendein Penner bei uns irgendwie also wo wir gezockt haben noch. Da hat auf einmal irgendein Penner uns ja der Tür geklingelt. Und ich weiß ja nicht, wie spät es war, aber ich gesagt habe, ich bin kurz weg, das war irgendwo mitten in der Nacht, da klingelt irgendein Penner bei uns. Und Alter, es war krass. anscheinend irgendein Besuch für einen Nachbar, der irgendwie im Dunkeln bei uns geklingelt hat. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss da weg. Ja, wir haben das schon richtig so ein Schiff kaputt gemacht. Und Ja, fährst geil. du auch immer so riskant? Ja, was heißt so riskant? Ich bin jetzt erstmal in der Stadt reingekommen. Darüber, ich bin auch in der Stadt und wir fallen den gleichen Panzer. Die haben aber schon da vom Hügel, haben die schon geschossen. Deswegen fahre ich immer so früh wie möglich in die Dings rein. Ja, ging ja nicht. Das ist das Problem. Weil ich geblockt wurde. Und das ist halt Oh! okay. Shit. Shit. Ja, der Panther, ja toll, der Panther hat den Gegner erlegt, aber er brennt und hat den Feuer, das ist ja schade für ihn. Dann ist er wohl raus. Hey, bei Panther. Aber wir müssen irgendwo noch einen Gegner nehmen, wir können den Campung nicht einnehmen. Genau, Panther, fahr mal vor, du krepierst da wieder ein Feuer. Jetzt können wir einen Tiger mal die Trocken gut. Und die schönen sind wenigstens noch ein paar Punkte. Guck mal hier, was die Straße entlang kommt. Komm, da kommt doch was. Da will doch irgendjemand gucken. Komm, komm.
Na, von rechts von uns kommen zwei Panzer links. Na, wenn ich Glück habe, fährt der vielleicht links rein. Dann habe ich ihn. Weil er bewegt sich irgendwie überhaupt nicht, der Panzer. Nee, der wartet. Oh Gott. Da hatte ich Glück, dass der M24 nicht früh reagiert hat. So, weg ist der. Der andere ist auch weg auf der Straße. Schon, weil eigentlich, wenn es im Nahkampf zum Treffer kommt, dann ist er meistens früh. Nicht immer, also da habt ihr auch meinen Schrott. Scheiße, da ist ein Kanal ab hier. Hoffentlich macht der T34 den weg. Ich muss noch nachladen. Oh, ich werde von rechts geschossen, what? Ach, ein Tiger ist hinter uns. Er ist tot. Ach Mann, Tiger, ich wollte mich rächen. Ey, der Tiger hat mir überhaupt nichts gemacht. Der ist abgeprallt. Okay, da hatte ich anscheinend mega Schwein. Ja. Oh, der hat mich doch irgendwo seitlich getroffen. Oh, ich habe einen Tiger direkt vor der Nase. Ich versuche mal von der Seite. Darfst jetzt nicht so schnell reden, weil da bist du die ganze Zeit wieder ab. Versuch dich zu retten. Ja, warte, der ist noch beschäftigt mit dem 37. Lass mir den, der ist meiner. Tut mir leid, ich kann nicht widerstehen. Ach du Sau. Da ist noch was dahinter, ordentlich sogar, viel Spaß. Panzer 4 genau voraus, wenn du vorfährst, genau voraus. Wer am besten erstmal den geschützt. Wie ist das doch, denke ich? Ja, jetzt kommt der Panther. Den killen wir halt hoch, der kommt aber glaube ich... Ja, da ist ein, oh Gott, ein Jumbo und zwei Shermans. Der will hierher, weil er weiß, dass wir nachladen. Ich habe gleich wieder nachgeladen. Ja, ich nicht, ich brenne. Da ist er weg. Ach du Scheiße, oh Gott, wir sind da vollkommen umstellt. Gott, hinter uns hoch was. Ja, ich kann nichts machen. Scheiße. Ich bin auseinandergeschossen worden. Ich hoffe einfach, dass der Angst hat und denkt, dass ich nachgeladen habe. Aber es ist eh egal, es kommt gleich was hinter mir. Scheiße. Na warte mal, Freundchen. Wenn ich Glück habe, kann ich dir noch einklemmen. Mehr kann ich nicht. Und natürlich muss ich komplett von vorne wieder nachladen. Na komm, ich kann nicht mehr fahren, scheiße. Ich wollte den Panther gegen die Wand drücken, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Ach scheiße. Ach man. Naja. Wurf gelaufen. Hätten die mir nicht einen Besatzungsmitglied rausgeschossen, hat ich den schön gegen die Wand gedrückt. Vielleicht kann ich ja rechnen, mal gucken. Ich hab 9 Bomben dabei. Ja, kannst du auf jeden Fall. Nee, ich kann nicht vom Bomben abschießen. Nee. Ey, das ist zu krass, wie schnell die dann immer wieder da sind, die Jäger. Wenn du selber einen Jäger hast, das geht gar nicht. Da kommt der Bomber nicht hinterher. Mal gucken, was wir jetzt noch wissen können. Den Kometen, den Kombat treffe ich leider nicht.
Da ist ein feindlicher KV ins B, der mir die ganze Zeit Besatzung und sowas rausschießt. Ja, wir haben da was hinter uns. Nee. Das war gerade die Anzeige vom Flieger, was der hinter uns ist. Nee, da, hier. Ja, ich bin gar nicht bei dir, guck mal, wo ich stehe. Ja, ich weiß. Aber wenn wir nicht aufpassen, kommt der hinter uns. Ja, wir haben A wieder, das ist die Hauptsache. Der Ball neben mir ist gerade einfach explodiert, warum auch immer. Alter, vier Panzer lagen jetzt diesen scheiß schweren Panzer, ne? Jetzt ist er weg. Na, viel Spaß, am Eingang der Stadt sind noch vier weitere Panzer. Okay. Ich versuche mal von außen dran zu kommen. Da ist leider ein paar Tiger P, der blockiert den Weg, da kann ich nicht hin. Mit den anderen brauche ich sowieso nichts. Ich habe gerade Probleme, den Jumbo 76W zu durchschlagen, ey. Ich hätte gerade keinen. Jetzt hätte ich mal was bekommen, gehst. Dann wird natürlich wieder meine ganze Schlag. Alter, ich hab nur noch. Alter, fuck! Der Tiger hat mich doch. Da kann der Befehlswagen weg. Jetzt hat er mich erlegt. Gut, was haben wir jetzt für ein paar? Ich habe jetzt mal Bock auf Panzer. Beste Staffel. Ich muss jetzt kurz weg, bin aber gleich wieder da. Jojo. So, naja, die Runde war jetzt nicht so gut wie die andere, aber mein Gott, die hat trotzdem Spaß gemacht, das ist ja die Hauptsache. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein bisschen ein Abo da oder ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Also bis gleich.